Mama, warum sind wir hier? Was hast du gemacht? Warum müssen wir hier bleiben? Oder wenn Besuch kommt, Mama, warum steht der Papa oder die Oma draußen vor dem Gitter und können nicht reinkommen? Und du weißt halt als Mutter nicht, wenn du ihnen nicht die Wahrheit sagen willst, was sagst du deinem Kind? Ich habe halt immer gesagt, Mama hat halt Mist gebaut, deshalb müssen wir halt noch hier bleiben. Aber dann immer, Mama, ich will auch nach Hause, ich will zu Papa. Ich bin die Katharina, ich bin 29 Jahre alt und ich war mit meinen 4 Kindern im Gefängnis. Ist vielleicht doof, aber wir haben immer gesagt, wir fahren in den Urlaub. Das haben wir dann immer gesagt, weil du willst deinen Kindern nicht erklären, wo du bist. Ne? Ich weiß, da gab es Kinder, die wussten, wo sie sind und die haben auch immer wieder zu meinen Kindern gesagt, ey, das hier ist ein Knast. Ne? Aber ich habe dann immer wieder gesagt, nein, das ist kein Gefängnis, wir sind im Urlaub. Ne? Und das haben die auch so beibehalten. Aufgrund dessen, dass auch nur so zum Teil meine Familie und natürlich auch ein paar Außenstehende, weil manchmal geht ja sowas seine Runden, wissen, wo ich gewesen bin, möchte ich auch nicht komplett gefilmt werden. Deshalb nur so seitlich, alleine auch schon dessen, dass meine Kinder sonst nachher in der Schule Probleme kriegen oder dass die gehänselt werden. Guck mal, wo warst du mit deiner Mama? Oder deshalb wäre mir da so die Privatsphäre schon sehr wichtig und deshalb möchte ich auch nicht ganz so erkannt werden. Die erste Woche war die schlimmste für mich, weil du hast halt wirklich so gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt. Du darfst nicht raus, du bist quasi da gefesselt. Der Große, anfangs war er nur am Weinen, weil er wirklich nach Hause zu Papa und Oma wollte. Das war ganz schwer und in der ersten Woche, wo wir dann da waren, kamen meine Mama und mein Mann uns Donnerstag besuchen. Die durften für eine Stunde kommen. Mein Mann hat uns gesehen und er war dann auch am Weinen, als er den Kleinen gesehen hat. Und ich habe zu ihm gesagt, ich sag, hol das Kind hier raus. Ne? Ich sag, das geht nicht mehr. Der war dann auch einen Tag später beim Jugendamt. Ne? Aber die haben gesagt, nein, der muss sich daran erstmal gewöhnen. Und der hat sich auch zum Glück dann nachher dran gewöhnt. Ne? Allein hast du dich gefühlt, verletzt, weil du weißt, was du deinen Kindern da gerade antust und überfordert, ne? Weil du kannst den Kindern das nicht abnehmen, ne? Ich saß dann nur daneben und habe eigentlich nur mitgeweint, ne? Ich meine, ich weiß, ich war da, das war auch gut so, aber andersrum wusste ich, da fehlt wirklich der Papa und die Oma und die Tante und der Onkel, weil wir halt so ein enges Verhältnis zueinander hatten, ne? Und auch heute noch haben. Das war wirklich, das war schlimm. Man fühlt sich wirklich schlimm. Fühlst du dich dann auch schuldig in so einem Moment? Ja. Ja, fühlt man sich, aber andersrum denke ich mir so, ich glaube, ich hätte so alleine die lange Zeit in einem normalen Gefängnis nicht, ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. Und haben die Kinder dir dann Kraft gegeben? Ja, irgendwo schon, ne? Weil irgendwann merkst du halt, klar, ne, du hast auf gut Deutsch Mist gebaut, du musst das jetzt ausbaden, du machst das, damit du mit deinen Kindern wieder nach Hause kommst, ne? Das hat mir immer wieder so wirklich die Kraft, du machst das jetzt, du musst jetzt stark sein, du musst das jetzt packen. Ne? Leiste dir keine Fehler, du musst nach Hause kommen, so schnell wie möglich. Es hat eigentlich damit angefangen, dass man irgendwann in den Versuch gekommen ist, immer wieder Sachen zu bestellen. Anziehsachen, Kleidung für die Kinder, Spielzeug für die Kinder, halb all das, wo ich mir gedacht habe, das kann ich meinen Kindern mit Hartz IV nicht ermöglichen. Du bezahlst sie dann nicht oder ich habe auch Sachen verkauft, die ich da nicht verschickt habe. Und
irgendwann ist es ein Rausch geworden, aus dem du einfach nicht mehr rausgekommen bist. Du wolltest immer mehr und immer mehr. Irgendwann hast du dann, wenn du auf deinen eigenen Namen nichts mehr bekommst, dann einfach einen anderen Namen genommen. Und das ist dann auch wirklich irgendwann dann aufgefallen. Ich wurde wegen Betrug auf Bewährung verurteilt. Und dann ist es aber dazu gekommen, dass ich anfangs zu der Bewährungshelferin noch hingegangen bin. Ja, und dann aber irgendwann nicht mehr. Ich hatte dann, weil ich so panische Angst vor den Verhandlungen hatte, damals ein Attest gefälscht, und das war dann wirklich der Bombenauslöser, wo dann auch wirklich Feierabend war. Und man konnte mir dann auch, weil ich wurde deswegen ja auch verurteilt, wegen Urkundenfälschung, und die haben dann halt irgendwann gesagt, das geht nicht mehr. Und die konnten mir halt keine Bewährung mehr aufbrummen, weil das schon so weit war. Und dann musste ich die Strafe halt absitzen. Ich glaube, draußen, wenn man in Freiheit ist, erlebt man sein Leben auch ganz anders. Man kann machen, was man will, quasi, und Handy hat man durchgehend in der Hand oder das Fernsehen läuft durchgehend. Und das sind halt alles so Beschäftigungstherapien, wo man auch gerne mal die Kinder vorsetzt. Und das ist ja hier nicht der Fall. Hier muss man wirklich gucken, dass du dich auch intensiv mit deinen Kindern beschäftigst. Vorbei. Vorbei. Wir begrüßen alle Kinder, Liam, hurra! Wir fangen an zu stampfen, wir fangen an zu klatschen, wir fangen an. Straffällig gewordene Frau auch eine gute Mutter sein. Ich glaube, das ist so ein Kernpunkt, der erstmal dazu führt, zu sagen, also ein Gefängnis kann kein guter Ort für Kinder sein. Aber eine Trennung von der Mutter bedeutet Verlustängste beim Kind. Also die vertraute Person, die mir meine Angst nimmt, wenn ich ängstlich bin, die mich tröstet, wenn ich Schmerz habe, die weiß, wo meine Grenzen sind, die weiß, was ich gerne esse, was ich gerne rieche, ist auf einmal nicht mehr da. Dann ist ein Kind in den Grundlagen für ein gelingendes Leben erschüttert. Also ich bereue es schon sehr stark, weil heutzutage, du kommst ja ohne Berufsausbildung einfach nicht mehr weiter. Leider kommt die Erkenntnis dann doch ein bisschen zu spät, und ich hoffe natürlich, wenn ich dann hier rauskomme, dass ich die Chance habe, vielleicht meinen Abschluss in einer Abendschule nachzumachen, dass ich tagsüber erst meine Kinder betreuen kann und dann abends halb meinen Abschluss nachmachen kann, damit ich halb ein gesichertes Leben irgendwann haben werde, wenn ich meinen Abschluss habe. Also Fröndenberg ist ein offener Vollzug. Du hast Ausgang, von Montags bis Freitags kannst du von 14 bis 18 Uhr raus. Und am Wochenende kannst du von 7 bis 18 Uhr raus. Es ist ein Gefühl der Freiheit, das bisschen Freiheit, was wir am Tag haben. Ja. Also es gibt ein Stück Normalität zurück im Leben.
wie ich weiß, dass die Kinder sich das ja auch wünschen, durchgehend wieder draußen zu sein, in Freiheit zu sein, sag ich jetzt mal, tun und lassen zu können, was sie wollen und nicht auf die, die Regeln, die wir da im Haus berücksichtigen müssen, zu hören. Also da kriegt man schon ein schlechtes Gewissen. Ja, hi. Na, alles gut? Ja, hier, ja, ich bin mit den Kindern jetzt draußen. Das ist schon sehr, sehr schwer für meinen Mann. Der hat ja auch sehr dran zu knabbern. Aber diese Zeit hat uns wirklich, die hat uns wirklich zusammengeschweißt. Also was ich nicht gedacht hätte, weil mein Mann hätte auch sagen können, ne, da habe ich keinen Bock drauf, ne, das mache ich nicht, das ist mir zu lange. Mach du mal und ich gehe mal, aber das war nicht, stand immer hinter mir. Mach auf. Ja, mach zu. Also, wir kommen vom Ausgang wieder. Dann kommst du erstmal rein, dann musst du dein Handy wegschließen. Also kriegst den Schlüssel für dein Handy, Handyfach, schließt es ab, gibst den Schlüssel wieder ab. Die Taschen werden gründlich durchsucht, dass du kein Zweithandy irgendwo hast oder sonst was. Dann musst du deinen Einkauf auspacken. Ciao. Du musst immer wieder aufpassen, hast du jetzt wirklich jeden Kassenbon von den Sachen, die du gekauft hast. Es gab auch schon mal den Fall, ich hatte was gekauft und habe den Kassenbon verloren. Ich habe es dann unterwegs weggeschmissen, ne? Weil du willst dir halt kein Theater da einhandeln. Ne? Du willst da wirklich durchkommen, ohne dass du auffällst. So im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, würde ich einfach sagen, du hast einfach nur funktioniert. Ne? Wirklich nur funktioniert, damit das da alles funktioniert. Aber wenn du... Ich glaube, das ist einfach so. Du funktionierst nur, damit du einfach alles richtig machst und du weißt, du legst dir selber keine Steine in den Weg. Du machst das jetzt, damit du nach Hause kommst, damit in allererster Linie das Wohl der Kinder, damit die nach Hause kommen. Halber Umzug. Lass dich drücken, alles gut. Das wünsche ich dir auch. Keine Scheiße mehr bauen. Mm-mm. Und keine Kinder mehr. Alles gut, schon raus. Auf den Mörbel schreiben. Was auf die Augen. Wir sehen uns. Ich komme dich besuchen. Da kannst du dich drauf verlassen. Ich würde der Mutter gerne mitgeben, dass sie anfängt, also ihrem Wunsch, also sie möchte ja gerne Friseurin werden, das auch auf den Weg zu bringen. Und letztlich ihrem Mann wünsche ich, dass er es schafft, nach längerer Zeit der Arbeitslosigkeit einen Job zu finden, dass die Familie irgendwann in den nächsten Jahren zu dem Punkt kommen wird, zu sagen, wir sind auf Sozialhilfe nicht mehr überwiegend abhängig, sondern können uns auch selber finanzieren. Das wollen wir doch mal sagen hier. Ich glaube, die Angst hat, glaube ich, jeder, wenn man das so sieht. Du wirst entlassen, dass du vielleicht doch irgendwann noch mal diese Verführung hast, dann doch noch mal diesen Mist zu bauen. Da sind so viele Dinge, die auf mich einprasseln. Klar freue ich mich. Ich freue mich auf meinen Mann. Ich freue mich auf meine Familie. Ich freue mich, nach Hause zu kommen. Aber halt auch das ist so ein Gefühl, du kannst es nicht beschreiben. Ich glaube, das ist eher so die Angst vor der puren Freiheit, so nach so einer langen Zeit wieder. Nach der Entlassung, also nach einer gewissen Zeit, da hat sich bei mir wirklich eine ganz, ganz schlimme psychische Hypochondrie entwickelt. Ne? So auch gerade so was Krankheiten angeht oder was andere vielleicht haben könnten oder auch was meine Kinder haben und Panikattacken, das war ganz schlimm für mich. Ne? Also das war wirklich, deshalb
als ob Freunden wäre ich mich mit einmal doch auf einmal komplett eingeholt hat. Obwohl es mir eigentlich gut ging, muss ich wirklich sagen. Mir ging es gut in Freunden wäre ich, aber irgendwann hat es dich eingeholt. Ne? Und dieses schlechte Gewissen, was ich auch den Kindern gegenüber oft habe und auch heute noch habe, dass ich die da mit hingenommen habe, das, ich glaube, das hat irgendwas in mir ausgelöst. Ne? Und dann ist das leider entstanden so. Gehen einfach raus, ohne dass du auf Uhren achten musst oder darauf achten musst. Hast du jetzt Ausgang? Hast du noch genug Zeit? Und du musst das ja auch alles den Kindern erklären, ne? Wenn die sagen, Mama, können wir jetzt auf den Spielplatz? Und du musst dann sagen, nee, wir können jetzt nicht mehr draußen, weil wir jetzt gerade nicht raus dürfen, ist schon anders, als heute sagen zu können, komm, wir gehen jetzt einfach. Los! Komm jetzt! Komm jetzt schnell! Komm her! Also meine Pläne für die Zukunft sind halt wirklich immer noch, dass die Schulden wirklich irgendwann mal in den Griff kommen, damit wir das Thema irgendwann auch mal hinter uns lassen können. Der zweite Wunsch ist, dass ich mit meinen Kindern irgendwann mal ins Disneyland komme. Das haben wir uns damals auch in Frontenberg als Ziel gesetzt. Ich wollte gerne wirklich meinen Abschluss nachmachen, aber ich habe ja dann 2020 kam ja noch meine kleine Tochter dann zur Welt im August. Dann hatte ich mir eigentlich vorgenommen, noch mir das letzte Elternjahr mal nur für mich zu nehmen, wo jetzt meine kleine Tochter in Kindergarten ist, ja. Und dann bin ich zum 6. Mal schwanger geworden. Aber ich bin noch jung, ich habe das Ziel nicht aufgegeben. Also es wird definitiv noch stattfinden, sobald ich den Weg dafür gefunden habe.